Hallo und willkommen bei einem neuen Tutorial im Museumsatelier des Wilhelm-Hack-Museums. Heute geht es um das Thema Action Painting. Das heißt, heute spielt nicht nur die Farbe eine Rolle, sondern außerdem noch die Bewegung. Das Wort Action kennt ihr vielleicht im Zusammenhang mit Actionfilmen. Und in Actionfilmen passiert immer sehr viel in sehr kurzer Zeit. Die sind laut, die sind schnell, die sind bunt. Und ungefähr so kann man sich auch das Action Painting vorstellen. Und bevor wir selbst eines anfertigen, schauen wir uns zunächst einmal ein Original von Jackson Pollock im Museum gemeinsam an. So, wir stehen jetzt vor einer Arbeit von Jackson Pollock. Jackson Pollock gilt als der Begründer des Action Paintings. Und wenn wir hier mal genau hingucken, dann sehen wir wirklich ein Gewirr an Linien. Und wir sehen unglaublich viele Linien, die übereinander und ineinander fließen. Und wir müssen uns das so vorstellen, dass Jackson Pollock nicht mit dem Pinsel auf die Leinwand malt, sondern er hat die Leinwände meist auf den Boden gelegt und sich dann um die Leinwand bewegt und in wilden Bewegungen die Farbe auf die Leinwand tropfen lassen. Und das Ergebnis sehen wir hier. Und sehr interessant ist auch der Titel des Kunstwerkes, und zwar heißt diese Arbeit Komet. Ein Komet ist ein Himmelskörper, der sich mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit durchs Weltall bewegt. Und ich finde, man kann sich das hier super gut vorstellen, einfach diese Unendlichkeit und dann vielleicht auch dieser eine Komet, der einfach ganz schnell sich hier einmal diagonal durchs Bild bewegt. Und wir werden jetzt im Museumsatelier selbst so ein Action Painting erstellen. So, wir sind zurück im Museumsatelier und ich zeige euch jetzt zunächst einmal, was ihr für das heutige Tutorial alles braucht. Also, zunächst mal ein Blatt Papier. Schaut, dass es nicht zu klein ist. A3 ist ein gutes Format, gerne auch größer, aber für das Action Painting braucht ihr ein bisschen Platz. Außerdem braucht ihr Farbe. Ich habe hier Schulmalfarbe. Ihr könnt genauso gut Acrylfarbe nehmen oder Gouache. Ja, irgendeine Art Farbe, die ihr zu Hause habt oder vielleicht euch anschaffen könnt. Außerdem braucht ihr eine Malpalette, irgendein Teller oder ein Gefäß, wo ihr die Farbe erstmal auftragen könnt. Ihr braucht Pinsel, einen Eimer mit Wasser zum Auswaschen der Pinsel, außerdem einige kleine Behälter. Ich habe hier Marmeladengläser genommen, aber da eignet sich eigentlich alles für. Und da muss schon mal ein Schluck Wasser rein. Dann braucht ihr noch Wolle oder Schnur, eine Schere und noch ein paar kleine Pinsel. Im ersten Schritt beginnen wir mit dem Hintergrund unseres Kunstwerks. Wir haben ja bei Pollock gesehen, dass wir da den Kometen sehen konnten in einer Art Galaxie. Und ich starte jetzt mit meinem Hintergrund und habe mir dazu die Farben Violett, Blau und Grün ausgewählt und möchte so eine Art mystischen Nachthimmel darstellen. Aber da eignen sich alle Farben für, denn wie ihr sicher schon gesehen habt, der Himmel, der kann wirklich alle Farben haben. Also ein leuchtendes Blau tagsüber oder ein feuriges Rot, wenn die Sonne untergeht. Da sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Sucht euch die Farben aus, die euch gefallen. Ich nehme jetzt einen ziemlich breiten Borstenpinsel und trage die Farbe in dicken Streifen auf mein Papier auf. Und ihr füllt möglichst euer ganzes Blatt mit Farbe, dass ihr hier schon ein dichtes Gewirr entstehen lasst. So, der erste Schritt ist gemacht. Ich habe meinen fertigen Hintergrund. Und bei Pollock haben wir ja gesehen, dass wir ein Gewimmel von Linien auf dem Blatt haben. Und das probieren wir jetzt auch darzustellen und ich zeige euch mal, mit welcher Technik wir das anstellen können. Und zuerst mal müssen wir uns Wollfäden zuschneiden. Von der Länge her, ich mache das immer so, dass ich das an meinem Unterarm ausmesse. Und bereitet euch ruhig mal so 3, 4, 5 von diesen Wollfäden vor. Unsere Schulmalfarbe ist ein bisschen zu dick, um sie in diesem Zustand zu verwenden für den nächsten Schritt. Also verdünnen wir die uns.
Und ich gebe dazu in meinen Behälter, wo ich auch schon einen Schluck Wasser reingetan habe, etwas Farbe. Und dann mische ich mit einem von den kleinen Pinseln einmal kräftig durch. So, und wenn ihr das Ganze gut vermengt habt, dann taucht ihr euren Faden einmal in eure verdünnte Farbe ein. Und dieser Faden muss sich richtig vollsaugen. Das heißt, tunkt das Ganze mit dem Pinsel richtig kräftig in die Farbe. Und wenn ihr damit fertig seid, dann zieht ihr den Faden raus und positioniert diesen Faden auf dem Blatt. Und ihr seht, so entstehen Linien auf unserem Hintergrund. Und hier gibt es jetzt ganz viele verschiedene Techniken, die ihr anwenden könnt. Zum einen könnt ihr den Faden auf das Blatt legen und so eine Spur erzeugen. Ihr könnt aber auch so ein bisschen wie mit einer Peitsche über das Blatt schlagen. Da müsst ihr natürlich ein bisschen auf eure Umgebung aufpassen. Und außerdem könnt ihr noch versuchen, auf euer Blatt zu tropfen. Und so entstehen kleine Farbtropfen, die vielleicht wie Sterne oder Lichter aussehen. Ich mische mir jetzt noch eine neue Farbe an. Und zwar nehme ich dazu Rot. Dann tauche ich wieder meinen Faden in die Farbe. Und wenn ihr nochmal an den Pollock denkt, dann werdet ihr feststellen, dass ihr wirklich auch gar nicht genug Linien aufs Blatt bringen könnt. Also da gilt wirklich, je voller das wird, desto mehr Action steckt auch im Bild. Schritt möchte ich noch eine weiße Diagonale über meine ganze Galaxie laufen lassen. Denn beim Pollock konnten wir sehen, dass diese eine weiße Linie, die ganz übers Bild lief, besonders schnell und besonders dominant ausgesehen hat. Und das versuche ich jetzt auch noch in mein Bild hineinzubringen. Das könnt ihr machen, aber das müsst ihr auch nicht machen. Also das ist jetzt optional für den Schluss. Und ich gehe jetzt mutig mit einem kräftigen Strich einmal diagonal übers Bild. Und damit ist meine Galaxie vollendet. Und wenn ihr Lust habt, wir sind sehr gespannt auf eure Ergebnisse, dann schickt uns eure Bilder, denn wir sind ganz gespannt, was für Galaxien bei euch wohl rausgekommen sind. Und wenn euch dieses Tutorial gefallen hat, dann schaltet gerne wieder rein. Tschüss, macht's gut! Thank you.